Hallo, liebe Deutschlernende. Heute werden wir über ein schwieriges Thema reden, aber ich denke auch ein sehr interessantes Thema, ja, über den Tod, ja, denn ich denke, der Tod, der eigene Tod, die Vorstellung vom eigenen Tod kann sehr inspirierend sein, ja. Das kann einen sehr anspornen, mehr mit dem Leben zu machen. Ja? Vor ein paar hundert Jahren in der Barockzeit gab es diesen Spruch auf Lateinisch Memento Mori. Ja? Und das hieß so viel wie bedenke, dass du sterben wirst. Ja? Bedenke, dass du sterben wirst. Sei dir deines eigenen Todes bewusst. Ja? Und wenn ihr jetzt vielleicht kannst du deine Hand nehmen, ich kann das nicht mit der Kamera, aber deine Hand und hier ist der Puls. Hier kann man den Puls spüren, wenn ich jetzt hier meinen Daumen auf meinen Puls, dann spüre ich mein Herz. Und spüre badum, 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 ja, wie das Schlagen einer Uhr, badum, 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 spüre ich mein Herz und ich spüre sozusagen meine Lebenskraft und es ist auch ein bisschen wie eine Uhr, ja, eine Uhr, die stetig weitergeht, die Zeit geht weiter, ich komme meinen Tod näher. Und das, wenn man seinen eigenen Puls spürt, das kann eigentlich auch sehr antreibend sein, ja? Da kann man auch sehr positiv drüber denken, da kann man sich sagen, ja, ich möchte in meinem Leben noch was erreichen, ja? Ich möchte, dass man sich an mich erinnert, ja? Ich möchte mein Leben nutzen. Ja, mir ist nur eine begrenzte Zeit gegeben und deswegen möchte ich mein Leben so gut wie möglich nutzen. Ja, also gerade für Leute wie mich, die sehr viel prokrastinieren. Ich schiebe oft etwas vor mir her, das ist ein Problem, was ich habe, aber dass ich immer weniger habe in meinem Leben zum Glück. Ja, aber gerade für Leute, die ein schlechtes Zeitmanagement haben oder viel prokrastinieren. Ja? Für Leute wie mich, und vielleicht gehörst du auch dazu, kann es sehr hilfreich sein, sich zu sagen, hey, eines Tages wird es mich nicht mehr geben. Ja, also möchte ich jetzt so viel wie möglich schaffen. Ich möchte jetzt ganz viele Dinge erleben. Ich möchte jetzt ganz vielen Menschen helfen. Ja? Ich möchte jetzt die Welt besser machen. Und das denke ich, ist eine sehr positive Nachricht aus etwas, was viele Leute sehr negativ sehen. Ja? Ich meine, es ist nicht gut, dass Leute sterben müssen. Und ich wünschte, ich könnte unendlich lange leben. Das ist mein Wunsch. Ich möchte gerne unendlich lange leben. Aber ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ja? Vielleicht wird die Forschung ja immer besser und es werden immer bessere Mittel gefunden, wie man das Leben verlängern kann, immer bessere Medizin. Insofern werde ich vielleicht über 100 Jahre alt werden. Ich hoffe, dass ich über 100 Jahre alt werde, aber im Moment sieht es so aus, als ob meine Lebenszeit begrenzt ist. Und das spornt mich an. Ja? Das spornt mich an, so viele Dinge wie möglich zu machen. Das spornt mich an, meine Ziele zu verfolgen. Ja? Meine Träume zu verfolgen. Und ich denke, wenn man so über den Tod nachdenkt, dann ist der Tod gar nichts Schreckliches mehr oder nicht etwas, wovor man Angst haben sollte, sondern etwas, das einen anspornen kann. Mehr zu machen, mehr zu erleben, mehr Spaß zu haben im Leben, mehr Menschen zu helfen, damit es möglichst viele Leute gibt, die sich auch an einen erinnern. Ja? Und ich weiß, dass ihr, also
die Leute, die meine Videos schauen, haben unterschiedliche Alter. Ja? Also es gibt ganz viele junge Menschen, es gibt Leute in mittleren Jahren, es gibt auch Rentner, die das schauen. Und ja, egal wie weit du von deinem Lebensabend entfernt bist, wir nennen das Lebensabend, egal wie lange du wie lange du noch zu leben hast, und das weiß man ja nie, man weiß ja nie, wie lange man noch zu leben hat. Ja, ich hoffe, diese Nachricht ist inspirierend für dich, und ja, ich hoffe, du bist inspiriert, über dieses Thema ganz anders nachzudenken. Okay, ich hoffe, das war hilfreich für dich. Sag mir Bescheid in den Kommentaren, was du über den Tod denkst und ob dich der Tod auch inspiriert. Und oh je, wieder der Wind. Der Wind, das himmlische Kind. Ich hoffe, du kannst mich noch verstehen, trotz des Windes. Aber genau, das war die Botschaft für heute. Und wir sehen uns morgen. Tschüss.